Jetzt irgendwie etwas formalere Betrachtungsweise. Was ist ein Graph genau? Besteht aus einer Menge V von Knoten, hatten wir eben schon, E von Kanten. V ist immer nicht leer und E ist im Prinzip eine Menge von zwei elementigen Teilmengen von V, also irgendwie sowas hier. Ja, das ist im Prinzip eine Kante. E ist die Menge der Kanten, bestehend halt aus Knotenpaaren. Knoten und Kanten heißen die Biester. A und B sind die Endpunkte. Und dann gibt es noch so hässliche Begriffe wie inzident und adjazent. Die beiden Knoten sind mit einer Kante inzident. Und A und B sind adjazent, das heißt, es sind benachbarte Knoten. Und das, was wir hier sehen, es sind zwar unterschiedliche Darstellen, es ist der identische Graph. V ist und E. Es gibt eine Kante AB, das ist diese, beziehungsweise diese. Es gibt eine Kante AC, das ist diese, beziehungsweise diese. Es gibt eine Kante AD, das ist diese und diese. Dann gibt es noch eine Kante BC, das ist diese, beziehungsweise diese. BD, jene hier und jene hier. Und dann gibt es noch CD, diese und diese. Und damit sind wir fertig. Also das sind identische Graphen, nur mit unterschiedlichen grafischen Darstellungen. Man darf sich jetzt nicht verwirren lassen von der Darstellung oder von dem Diagramm dieses Graphen. Wichtig ist eigentlich das hier. Also irgendwie die Menge der Knoten und die Menge der Kanten. Wie wir das eigentlich beim Baum auch schon kennengelernt haben, wenn wir einen Graph haben und einen zweiten Graph H, wobei, das stimmt nicht, was da steht, hier muss ein V hin. W ist eine Teilmenge von V. F ist eine Teilmenge von E und F ist ebenso Teilmenge von W kreuz W. Dann heißt dieser Graph H Teilgraph von G und man schreibt irgendwie dieses Zeichen hier. Also wir sprechen hier einmal hier vom Teilgraph, dann vom Untergraph. Der hier unten enthält alle Kanten zu Knoten aus der Menge W, die auch in dem ursprünglichen Graphen enthalten sind. Das ist ja bei dem obigen nicht der Fall. G ist irgendwie der Ausgangsgraph. Und wie stehen H1 und H2 dazu? Hier haben wir eine Teilmenge der Knotenmenge, also dieser Knoten F fehlt. Ja, es fehlen auch ein paar Kanten, also das gilt nicht, ist kein Untergraph, es ist nur ein Teilgraph. Und der hier ist um eine Knotenmenge reduziert, sprich das F fehlt, aber ansonsten enthält er alle Kanten, die auch in G vorhanden waren. Das heißt, das, was da steht, ist Unsinn. H2 ist der Untergraph. Untergraph heißt, hab eine Knotenmenge, W, die ist Teilmenge von V. V ist meine Knotenmenge, W ist meine Teilmenge. Wenn die Menge F der Kanten, wenn das genau der Schnitt ist, aus allen möglichen Verbindungs- oder allen möglichen Kanten über W, und zwar der Schnitt mit meiner ursprünglichen Knotenmenge E, dann nenne ich das Ganze halt Untergraph. Wenn also alle Kanten vorhanden sind, die von der übrig gebliebenen Knotenmenge dann auch ausgehen. Grad hatten wir eben schon erklärt, Anzahl der Kanten von einem Knoten. Regulären Grad hatten wir auch. Oder regulären Graphen, ja, wenn alle Knoten den gleichen Grad haben. Kantenzug ist einfach eine Folge von Knoten bzw. Folge von Kanten. Ich gehe von einem Punkt los, komme irgendwo an. Die Folge von Knoten ist halt miteinander verbunden über eine Kante. Ja, wenn Anfangsknoten gleich Endknoten ist, ist das ganze Ding geschlossen. Ja, und wenn die identisch sind, bzw. alle Kanten verschieden sind, spricht man auch von einem Weg und einem Kreis. Ja, und die Länge ist halt die Anzahl der enthaltenen Kanten. Hier in diesem Graphen F. Also irgendwie das Ding hier, A, B, von B nach C, von C nach D, von D nach E, von E nach, da machen wir mal ein G draus, hier und hier. Kantenzug der Länge 7, ist auch gleichzeitig ein Weg, weil jeder Knoten nur einmal vorkommt. Und wenn wir jetzt hier beispielsweise noch die Verbindung ziehen würden, hätten wir halt einen Kreis. Kantenzug ist sozusagen völlig beliebig. Da haben wir noch einen geschlossenen Kantenzug, also eine Bedingung dazu. Wenn Anfangs- und Endpunkt gleich sind, Weg und Kreis, wenn alle Kanten verschieden sind. Ja, und Kreis, wenn er halt geschlossen ist, sprich in diesem Fall hier. Ja, also jede Kante kommt nur einmal vor. Wenn auch die Knoten nur einmal vorkommen, dann heißen die Dinge auch noch einfach. Ja, aber das könnte ja auch sein, obwohl ich einen Weg habe, also jede Kante nur einmal vorkommt, kann ich ja trotzdem Knoten mehrfach enthalten haben. Dann komme ich halt über eine andere Kante von oder zu diesem Knoten. Dann haben wir noch gerichtete Graphen, auch den Namen sollten Sie zumindest auch mal irgendwie gehört haben, die Graphen. Wir wollen uns jetzt noch angucken, wie ich das Ganze denn im Rechner darstelle. Das hängt jetzt so ein bisschen davon ab, was Sie denn damit machen wollen. Also müssen Sie sich natürlich irgendwie merken, was habe ich für Knoten und was habe ich für Kanten. Und für die Kanten muss ich halt irgendwie speichern, Anfangspunkt und Endpunkt. Das machen Sie typischerweise mit Adjazenzmatrizen oder Adjazenzlisten bzw. Inzidenzlisten. Adjazenzmatrix ist bei einem ungerichteten Graphen, wir speichern uns einfach eine Matrix. Sozusagen Indizes sind die Knoten und ich trage überall da eine 1 ein, wo eine Kante existiert. Also beispielsweise würde ich hier eintragen, bei 1, 2 gibt es eine Kante, bei 1, 3 gibt es eine Kante, bei 1, 4 gibt es eine Kante und hier stünde halt entsprechend die 0. Bei 2 würde ich bei hier eine 1 eintragen, ungerichtet. Da komme ich noch zur 3. Bei 3 komme ich zur 1 und 2. Bei 4 komme ich zur 1 und 5. Und bei 5 komme ich nur zu 4. Und überall sonst wird eine 0 stehen.
diagonalsymmetrisch ist das Ding. Das ist hier halt nicht der Fall. Ich würde halt immer nur eintragen, genau. Von der 1 kann ich zur 2, zur 3 und zur 4. Hier kann ich nicht hin, das ist noch identisch. Aber ich kann jetzt beispielsweise von der 2 nicht zurück zur 1, sondern ich kann nur zur 3. Ja, und von der 3 kann ich nirgendwo hin. Da stehen überall Nullen. Von der 4 kann ich nur zur 5. Und von der 5 kann ich auch nirgendwo hin. Ja, und die formale Definition davon, das ist genau das hier. Ne? Aber das haben wir jetzt an einem Beispiel gemacht und ich denke, das ist irgendwie einleuchtender. Also gerade in diesem Fall hier, also irgendwie die Nullen sind eigentlich uninteressant fast für uns. Da könnten wir uns was ersparen. Also später in den Algorithmen brauchen wir eigentlich immer nur die Kanten. Wir brauchen nicht die Nichtkanten. Also wie in diesem Beispiel hier, wo wir doch relativ wenig Kanten haben. Ja, der ist ja relativ dünn. Und bevor wir überhaupt irgendeine Berechnung mit diesem Graphen stattfinden lassen können, dann müssen wir erstmal diese Matrix aufbauen. Und das kostet uns schon n Quadrat Aufwand, n Anzahl der Knoten. Ja, das heißt, jeder Algorithmus, der mit dieser Datenstruktur arbeitet, ist mindestens ein quadratischer Algorithmus. Und wenn, wie in dem Beispiel gesehen, der Graph nur recht wenig Kanten besitzt, ist diese Repräsentation also recht ineffizient. Also gucken wir uns noch die zweite Darstellung an, Adjazenzliste. Pro Knoten werden in Listenformen die zum Knoten adjazenten Knoten gespeichert. Und typischerweise habe ich da, wenn ich so einen gerichteten Graphen habe, sozusagen die Knoten, die ich von einem Knoten aus erreichen kann, hängen in dieser Liste drin. Und bei Inzidenzliste kann man das auch manchmal gut gebrauchen. Zu jedem Knoten wird in Listenform die zum Knoten inzidenten Kanten gespeichert. Hängt vom Algorithmus ab. Also da hänge ich nicht die Nachfolgeknoten dran, sondern wirklich die Kanten. Die eine kann ich aus der anderen berechnen. Hier würden wir beispielsweise dranhängen, von der 1 komme ich zur 2, von der 1 komme ich auch zur 3 und von der 1 komme ich zur 4. Und von der 2, ja, da hätten wir jetzt genauso eine Liste mit, ja, und entsprechend bei der Adjazenzliste für den gerichteten Fall, ja, hier oben sähe es noch identisch aus. Und bei der 2, aber sieht es dann halt entsprechend anders aus, da kommen wir halt nur zur 3. Also das wäre irgendwie so eine typische Speicherung. Welche Operationen lassen sich auf welcher Darstellung effizienter ausführen? Schnelligkeit, Test, ob XY in einem Graph ist. Und das geht irgendwie mit der Matrix ziemlich flott, ne? Weil da muss ich nur gucken, ob ein Eintrag ungleich 0 ist in der Matrix. Ne? X und Y sind Indizes. Schnelligkeit, Grad eines Knotens bestimmen. Wie kann ich das machen? In der Matrix müsste ich sozusagen eine Zeile durchzählen, eine Zeile oder eine Spalte durchzählen. Entweder laufe ich die Liste durch oder ich baue die Liste sogar so auf, dass ich vorne im Listenkopf mir irgendwie einen Zähler mitspeichere. Dann kann ich direkt auslesen. Speicherverbrauch beim dünnen Graphen, denke ich, hatten wir eben schon gesehen, ist das mit einer Liste deutlich besser. Wie ist es bei dichten Graphen? Ist kein Unterschied. Da könnte man jetzt sagen, so der Aufwand zur Verwaltung oder der Speicherverbrauch für so eine Liste ist ein bisschen aufwendiger. Also da wäre vielleicht die Matrix günstiger. Schnelligkeit, Kante einfügen, löschen. Wie ist das da? Also Kante einfügen oder löschen. Je nachdem, wie Sie Ihre Liste verwalten. Beim Einfügen können Sie einfach sagen, ich habe einen Zeiger direkt auch aufs Ende der Liste, hänge einfach hinten dran. Oder ich hänge sozusagen immer ganz vorne dran. Dann habe ich es auch in O von 1. Aber löschen, da muss ich das Element ersuchen in der Liste. Da muss ich einmal durch die Liste durchlaufen. Und wenn die Länge D hat, dann ist das aufwendiger als O von 1, was ich bei einer Matrix habe. Weil da muss ich nämlich wirklich nur, wenn ich eine Kante einfügen will, habe ich einen Anfangsknoten, einen Endknoten. Das heißt, ich habe beide Indizes für die Matrix und kann dann direkt die 0 oder 1 reinschreiben. Dann Traversierung eines Graphen. Alle Knoten besuchen. Im Folgenden, n ist immer Anzahl der Knoten. M ist immer Anzahl der Kanten. Und wenn ich einmal alle Knoten besuchen möchte, dann laufe ich einmal durch alle Kanten potenziell durch. Das heißt m plus n und n Quadrat halt, wenn ich so eine Matrix habe. Und besser für die meisten Probleme, typischerweise nimmt man eine Liste, da halt dünne Graphen recht häufig vorkommen.